Moin, liebe Freunde des Rollenspiels und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich hätte fast The Elder Scrolls 3 Morrowind gesagt. Nein, wir sind im Nachfolger. Wir fahren fort. Ihr wundert euch schon, wir haben Tageslicht. Ich war vorhin hier mal ein bisschen shoppen, beziehungsweise eher das Gegenteil von shoppen. Ich habe ein bisschen was verkauft. Wir sind nicht mehr so viel losgeworden, weil wir ein paar Altlasten, hätte ich jetzt fast gesagt, behalten haben. Zum Beispiel die Statue hier ist nämlich ein Questgegenstand. Ich habe was Bestimmtes vor mit euch. Und zwar werden wir tatsächlich in die erste rühmliche Gilde, hätte ich jetzt fast gesagt, die erste rühmliche Zunft eintreten. Nämlich in die Arena. Die werden wir als erstes machen. Die habe ich damals eigentlich immer als erstes gemacht. Bevor wir das aber machen werden, gehen wir erstmal kurz schwimmen. Eine Bademixe im kaiserlichen Becken. Was sagt man dazu? Sowas gibt es auch. Unsere eiserne Jungfrau, die nur Jungfrau genannt wird, was auch toll ist. Wir haben ja beim letzten Mal, nachdem wir ja angefangen haben, schon mal das erste Oblivion-Tor geschlossen, sowie die erste Ruine der Eileiden erkundet, einem alten Volk der Elfen, die in Cyrodiil festgemacht haben. Warum kann ich die nicht ernten? Das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, aber ist okay. Gut, dann ernten wir hier nochmal. Da gibt's nichts. Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Sehr gut. Wie ihr seht, wir haben auch noch ein Level-Up offen. Können wir auch noch mitnehmen. Werde ich aber auch gleich mal tun. Aber jetzt gehen wir erst einmal in die Arena, beziehungsweise in Schlachterhaus der Arena. Automatische Speicherung. Sehr schön. Wer in Shinys Namen seid ihr denn bitte? Also, wenn ihr ein Zuschauer seid, dann begebt euch nach oben und sprecht mit dem Mann am Einlass. Hier gibt es verdammt nochmal nichts zu sehen. Und wenn ihr einer von den Blödmännern seid, die sich in der Arena beweisen müssen, dann geht zu Owen. Alles klar. Sie ist zwar kein Mann, aber ist okay, passt schon. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich gebe euch genau 10 Sekunden, um mir zu sagen, was ihr hier in meinem Schlachthaus tut, bevor ich euch die Arme abhacke. Er ist ein bisschen rot im Gesicht. Ich will Kämpfer werden. Wie bitte? Ihr wollt Kämpfer werden? Seht euch doch nur an. Euch würde meine Großmutter besiegen und die ist tot. Wartet, ihr meint es ernst, oder? Was ist nur mit euch allen los? Ihr kommt an, wollt Kämpfer werden und am Ende zieren eure Eingeweide meinen roten Salon. In Ordnung, du kommst zu deinem eigenen Begräbnis. Willkommen in der Arena, du räudiger Kampfhund. Ihr seid frei zu kämpfen, solange euch die Wettkampfregeln geläufig sind. Mhm. Lasst mich euch euer Kampfgewand überreichen. Das ist die Uniform aller Arena-Kämpfer. Wollt ihr ein leichtes Gewand oder ein schweres Gewand? Ich will ein leichtes. Ein leichtes Gewand, was? Sicher? Ich dachte, ihr wärt eher der Typ für ein schweres Gewand. Einer, der sich hinter einer Haut aus Stahl versteckt. Also gut, hier. Danke. Seht das an und seht, ob es passt. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Wenn ihr kämpfen wollt, meldet euch bei mir. Na gut. Mensch, diese Begeisterung dabei. Gut, erstmal müssen wir uns die Uniform anlegen, natürlich. Ja, Bewegung, du kannst mich auch mal. So, das heißt, wir werden gleich mal kurz sämtliche Sachen, weil das ist so eine allumfassende Ausrüstung, genau bis auf eben halt Kopf. Brauchst etwas für die Kopf. Entschuldigung. Und eben halt der Schild. Der Rest ist alles ausgezogen worden jetzt. Ist aber nicht schlimm. Ihr seid noch nicht auf dem Weg nach Hause zu eurer Mama? Das ist ein gutes Zeichen. Also, seid ihr bereit für einen Kampf oder braucht ihr einfach ein paar Informationen? Erstmal hätte ich gerne die Spielregeln gewusst. Ihr kämpft für das blaue Team, ihr kämpft gegen das gelbe Team. Um in der Arena antreten zu können, müsst ihr ein Arena-Kampfgewand tragen. Jo. Das Kampfgewand bedeckt euren ganzen Körper. Ihr könnt euren eigenen Helm und Schild und eure eigene Waffe verwenden. Wählt diese Gegenstände daher mit Bedacht aus. Das Kampfgewand ist bereits verzaubert. Ihr könnt es nicht manipulieren. Aber abgesehen davon ist einfach alles möglich. Magie, Tarnkappe, alles, was ihr zum Siegen braucht. Ihr könnt täglich zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends in der Arena antreten. Kommt einfach her und sagt mir, dass ihr bereit seid zu kämpfen. Und schon kann es losgehen. Alles klar? Gut. Wenn ihr einen Kampf gewinnt, kommt nur nicht auf die Idee, die Leiche eures Gegners zu rauben. Das ist streng verboten. Na schade. Mensch.
Also gut, ihr Wurm. Sieht so aus, als hättet ihr euch in euer Kampfgewand geworfen und wäret kaum noch zu halten. Der rote Salon ist gleich dort drüben. Wenn ihr bereit seid, euch ausweiden zu lassen, dann geht einfach die Rampe zur Arena hoch. Viel Glück und möge Asura eurer Seele gnädig sein. Ausgerechnet der Daedra-Fürstin, weißt du? Nennt er einfach mal den Namen einer Daedra-Fürstin, weiß Bescheid. Das ist übrigens der Champion hier, den werde ich jetzt aber noch nicht ansprechen. Das machen wir später. Hat nämlich einen bestimmten Grund. Gut, dann wollen wir uns mal in den ersten Arena-Kampf stürzen, wa? Schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Für diesen Kampf haben wir Frischfleisch. Zwei brandneue Kampfhunde. Verlieren wir also keine Zeit. Möge der Kampf beginnen. Sehr gut. Ein Kampf am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Es ist übrigens eine Doppelaufnahme. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe nämlich bereits heute Vormittag schon eine Session aufgenommen. Na komm. Oh. Natürlich heilt sie sich. Natürlich auch vollständig. Na komm. Der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Wie nett von euch. Sehr schön, den ersten Kampf haben wir gewonnen. Cool. Ihr wascht den Schmutz der Schlacht von euch ab und fühlt euch wie neu geboren. Genau, das werden wir noch öfters machen. Außerdem können wir unsere Schmiedeskills dadurch ein bisschen nach oben bringen. Das kommt auch noch dazu. Solange der Hammer nicht kaputt geht, ist alles in Ordnung. Steck mal die Waffe weg. So. Bei den neuen Göttlichen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt tatsächlich gewonnen. Ihr seid ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Kampfhund. Vielleicht überlebt ihr ja genug Kämpfe, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Wer weiß? Ihr Kind, euer Lohn für den Sieg. Und es ist noch mehr zu holen, wenn ihr weiter gewinnt. Nun entspannt euch vor eurem nächsten Kampf. Gut, ihr seid also doch kein kompletter Versager. Werdet bloß nicht eingebildet. Lasst es mich wissen, wenn ihr zum Kampf bereit seid. Dann könnt ihr euch mir noch einmal beweisen. Das ist genau der richtige Geist. Ihr bietet dem Volk von Korol ein gutes Spektakel und ich sorge dafür, dass ihr ein anständiges Begräbnis erhaltet. Vor allem dem Volk von Korol, das ist die Kaiserstadt, du Horst. Aber macht nix. Kann man ja mal verwechseln. Die Hauptstadt von Tamriel mal eben mit Korol verwechseln. Kaiserstadt, ne? Was soll es anders sein? Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Wer wird siegen? Der Kampfhund aus dem gelben Team oder der Kampfhund aus dem blauen Team? Finden wir es heraus. Schließt die Tore. Ich will kämpfen. Kämpfen. Es geht doch nichts über einen guten Kampf. Ja, ja, ja. Na komm. Übrigens auch ein Kaiserlicher. Der sich natürlich vollständig heilt. Ne, ist ja klar. Na komm. Na komm. Dieser Kampf ist schon nö. Den Gefallen tue ich dir mit Sicherheit nicht. Der Sieger steht fest. Der Jubel den Kämpfer. Wie liegt er denn da? Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena.
Gebt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So liegt doch keiner. Vor allem mit dem Arm. Mal ehrlich, wer liegt so? Na ja, gut, soll nicht mein Problem sein. Wir haben gewonnen. Die zweite Runde läuft bei uns, würde ich mal sagen. Na komm, eine Heilrunde noch. Jawohl. Und einmal den Schmutz abwaschen. Hallo? Er hat den Schmutz nicht abgewaschen. Frechheit! War klar. Waffenschmied ist wie angestiegen. Auf welchem Wert haben wir das jetzt eigentlich? Kurz mal gucken. 37. Na, sind wir noch 13 von Geselle entfernt. Gut, ihr habt es also schon wieder geschafft. Was wollt ihr von mir? Eine Umarmung? Nehmt euer Gold und dann verschwindet, Kampfhund. Ey. Bisschen freundlicher, bitte. Ja. Immerhin haben wir einen Kampf gewonnen. Zwei Kämpfe. Das gelbe Team wird nicht gegen sich selbst kämpfen, du fauler Kampfhund. Bereit für eine Partie, oder was? Ja, ja. Ihr müsst ja geradezu darauf brennen, euch umbringen zu lassen, hä? Also gut, geht zurück zur Arena und versucht am Leben zu bleiben, bis das Tor sich öffnet. Ach, nur bis das Tor sich öffnet. Okay, gut, alles klar. Da kriegen wir hin. Irgendwie. Toll, ich kann meinen Mana nicht auffüllen, das ist gemein. Gut, dann müssen wir dafür sorgen, dass es sich halt so nachfüllt, ne? Wenn es so nicht geht. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Seid ihr bereit für ein Blutbad? Der Sieger des Kampfes wird im Rang aufsteigen. Es steht also viel auf dem Spiel. Kampfhunde, zeigt uns, was in euch steckt. Immer. Komm her. Oh, Bogenschütze, okay. Nehmt das. Au. Jo. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Das ging schnell. Der Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Was soll man sagen? Das ging schnell, ne? Bogenschützen halt. Die haut man leicht weg. Kann ich ja nichts dafür, wenn er keine Nahkampfwaffe dabei hat. So, schon besser. Schnell speichern. Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ihr seid kein Kampfhund mehr. Ja, stimmt, ihr seid aufgestiegen. Meinen Glückwunsch, Schläger. Geil. Der Traum eines jeden Kämpfers. Schläger zu sein. Geil. Wisst ihr, was der Rang eines Schlägers hier zählt? Nichts. Sieh es ein, Kleiner. Du bist immer noch ein Wurm. Ihr müsst weiterkämpfen, wenn ihr es zu was bringen wollt. Vor allem, er redet schön genderneutral, ne? Weiß Bescheid. Gut, Schläger. Ihr wisst, wie alles abläuft. Geht in die Arena hinaus und zeigt ihnen, wer das Sagen hat. Das sollten wir hinkriegen. Ja, ich rede nicht so oft mit anderen NPCs. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mache. Ich tue es einfach nicht. Keine Ahnung. Ihr Leute der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. In diesem Kampf treffen die Schläger aufeinander. Feuert sie an, die tapferen Wettstreiter auf ihrem Weg zum Ruhm. Kämpfer, beginnt. Es ist ja nicht unser erstes Mal in der Arena, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Nicht nur von diesem Spiel abgesehen, sondern auch von Overlord. Overlord 2, da haben wir ja auch schon ein paar Mal in der Arena gekämpft. Na komm. Ich wärme mich. Ah, du bist ein Nord. Alles klar. Er hat, glaube ich, sogar dieselbe Stimme wie die Orks. Also die Orks und die Nord teilen sich, glaube ich, dieselbe Synchro. Au. Jetzt ist Schluss. Und natürlich heilt er sich. Mehr könnt ihr also nicht. Na komm. Etwas Besseres als das blaue Team nicht zu tun.
Na komm! Verehrtes Volk, der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. So schnell kann's gehen. Der Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So schnell kann das gehen, mein Freund. Einmal den Gegner unterschätzt und schon tot. Ja, ja. Ah, neugeboren. Ist das schön. So, dann kehren wir mal zurück. Vier Siege sind in Ordnung, Kind. Aber dadurch werdet ihr noch kein Großmeister. Hier, euer Lohn. Jetzt geht euch säubern, bevor ihr wieder antretet. Mache ich, aber vorher möchte ich mit den Leuten reden. Sieh da! Sind wir noch am Leben? Erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass ihr bereits am ersten Gegner scheitert. Vergesst nur nicht, wer ihr seid. Schläger. Gegen die werden wir auch noch antreten. Oh, hallo. Nett, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin... Nun, Namen sind Schall und Rauch. Ich bin Kämpfer in der Arena. Rang eines Gladiators. Hm. Interessant. Gehabt euch wohl. Möge eure Klinge stets ihr Ziel treffen. Und als Erste... Ja. Heil, Freund. Euch habe ich hier unten im Schlachthaus meines Wissens noch nie gesehen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Agronak Gromalok. Mhm. Die meisten nennen mich den Grauen Prinzen. Eigentlich ist es etwas albern, sicher, aber die Menschen von Cyrodiil wünschen sich eben Helden. Und diesem Wunsch komme ich nur zu gerne nach. Ihr seid also ein Arena-Kämpfer. Es ist immer gut, Kollegen kennenzulernen, besonders wenn sie nicht nur darauf aus sind, den Großmeister umzulegen. Ja, so nennt man mich. Daran bin ich wohl zum Teil selbst schuld. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich nur zur Hälfte ein Ork bin. Ich bin der Sohn eines Fürsten, doch blieben mir die Privilegien eines Adligen, die mir zustehen, versagt. Also bin ich der Graue Prinz geworden. Ein selbsternannter Adliger. Na dann. Jedoch könnte ich beweisen, wer ich wirklich bin und der Welt zeigen, dass auch ein Ork zu edlem Blut und edlen Taten fähig sein kann. Vielleicht, ja, ihr könntet mir helfen. Hm. Ich bin in der Kaiserstadt aufgewachsen, aber ich wurde woanders geboren. Meine Mutter war Dienstbotin bei Fürst Lovidicus und hat bei ihm in der Festung gewohnt. Die Fürstin Lovidicus war eine wahre Xantippe. Der Fürst und meine Mutter wurden Vertraute und verliebten sich schließlich ineinander. Ich bin das Ergebnis ihrer Vereinigung. Als die Fürstin von meiner Geburt erfuhr, wurde sie rasend vor Wut und drohte, meine Mutter und mich umzubringen. Also flohen wir und verzichteten auf meinen Anspruch auf eine adelige Herkunft. Fahrt fort. Meine Mutter ist kürzlich gestorben. Bevor sie dahinschied, gab sie mir diesen Schlüssel und sagte, er würde mir an meinem Geburtsort Krähenheim die Wahrheit eröffnen. Krähenheim ist eine Festungsruine weit westlich von hier. Ich würde selbst gehen, aber mein Ausbildungsplan erlaubt mir nicht den Luxus einer solchen Exkursion. Na sowas. Ihr müsst nach Krähenheim reisen und mit dem Schlüssel das öffnen, was den Beweis meines Geburtsrechts birgt. Besorgt mir die Beweise und ich werde euch einige meiner besten Kampftechniken beibringen. Seid versichert, dass ihr sie nicht einfach aus einem Buch lernen könnt. Okay, das werden wir uns anschauen. Sogar jetzt sofort, direkt. Okay, bin ich ausgestoßen, also darf ich das machen. Sehr schön. Da sind Kampfgewänder. Was ist hier? Auch Kampfgewänder. Der Schrank ist einfach nicht da. Ist auch gut. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, legen wir mal wieder unsere ganz normale Rüstung an. So. Ihr habt nichts gesehen. Ja, ihr kleinen
Ne? So, Herkunft des Grauen Prinzen. Wo ist denn die Festung? Ach, da hinten. Okay. Das heißt, wir können per Schnellreise zum Stall von Anvilf reisen. Und den Rest laufen wir dann. Das sollten wir hinkriegen eigentlich. Eigentlich schon. Und währenddessen werde ich mal eben mein Handy mal auf stumm schalten. So. Erledigt. So, da sind wir. Gut, den Rest laufen wir jetzt. So hochgelevelt sind wir ja nicht. Aber wir haben leider nicht sehr viel Platz. Das könnte ein Problem werden. Könnte es wirklich. Ist blöd. Schlimmstenfalls müssen wir erst die Festung finden. Dann nochmal zurückkehren. Und danach nochmal hin. Hat alles eben halt seine Vor- und Nachteile, ne, Freunde? So ist das nun mal. Tu mal ein bisschen was für meine Akrobatik. Eure Athletikfertigkeit hat sich verbessert. Na, das klingt doch schön. Bisschen Lauftraining für unsere gute eiserne Jungfrau. Angehende eiserne Jungfrau. Noch ist sie ja keine. Keine richtige jedenfalls. Aber wir werden sie zu einer machen. So, Krenheim ist ja recht leicht zu finden. Deswegen, ich finde das auch gut, dass man die Kartenmarkierung, auch wenn man die Orte noch nicht gefunden hat, dass man die trotzdem schon sehen kann. Also das ist echt von Vorteil. Auch, dass die Gebiete direkt markiert werden. Und dass man später auch hinreisen kann. Und natürlich treiben sich hier Untote rum. Und zwar Untote, die schon etwas... Ah, okay, der noch nicht unbedingt. Der auch noch nicht. Aber es werden früher oder später Untote kommen, die mächtiger sind als die. Und da haben wir den nächsten Untoten. Obwohl die Flamme nicht hellblau ist, sind hier normale Untote. Sowas. 1016, das ist schon mal gut. Ist schon mal etwas. Fehlt uns aber trotzdem noch ein bisschen Geld. Um unser erstes, ouch, reguläres Haus kaufen zu können. Weil die anderen Häuser, auch die Modifikationen dafür, sind verdammt teuer. Deswegen werden wir wahrscheinlich erstmal mit einem einfachen Haus anfangen in der Kaiserstadt. Das ist nämlich das günstigste Haus für den Anfang. Vielen Dank. Da gab es gerade einen Soundbug. So, da ist eine Truhe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, ja, das ist natürlich schön. Das nehmen wir mit. Ja. Wie gesagt, das ist eine Doppelaufnahme. Ich nehme momentan 4 auf Vorrat auf, gerade was Oblivion angeht, damit ich mich dann in nächster Zeit eher auf die anderen Spiele konzentrieren kann. Also nicht, dass ich keinen Bock auf Oblivion oder so hätte. Nee, nee, das nicht. Aber man weiß ja nicht, was die Zukunft so mit sich bringt. Und da ich momentan Zeit habe, habe ich gedacht, ich kann das ja mal machen. So. Sehr schön. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. Wunderbar. So, ich würde mich ganz gerne... Aha. Hat er den Bogen wieder als verkauft gewertet? Ach, furchtbar. So, machen wir es halt so. Erstmal nehmen wir den guten alten Bogen zur Hilfe. Guck mal, wir haben fast 200 Pfeile. Herkunft des Grauen Prinzen. Ich habe Krenheim betreten. Irgendwo hier werde ich die Wahrheit nach der Agronak Gromalok Malong sucht ans Licht bringen. Ich sollte ihr doch vorsichtig vorgehen. Die Festung hat schon vor langer Zeit ihren adligen Glanz verloren und die Gegenwart des Bösen ist untrüglich. Ist interessant, dass man die Gegenwart des Bösen wahrnimmt. Kaum angekommen, gleich erstmal direkt, jo, die Ankunft des Bösen, ne? Hier ist was Böses in der Luft. Ich habe da auf jeden Fall gerade was gesehen. Wir haben es hier mit Tieren zu tun. Würde ich mal sagen.
Eine Ratte. Ernsthaft? Es ist echt erstaunlich, wie hoch so eine Ratte springen kann. Oh! Wölfe gibt's hier also auch. Ja, sobald sie einen gefunden haben, ist vorbei. So. Geht doch. Mist. Das war jetzt dämlich. Noch ein Wolf. Okay, das mit Pfeil und Bogen üben wir wohl nochmal. Das ist noch so eine Sache, aber das liegt auch daran, weil es noch nicht so gut geskillt ist. Deswegen haben wir dann noch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Ist aber nicht schlimm. Da kriegen wir schon noch alles hin. Das ist kein Problem. So, dann schauen wir mal hier, was uns Schönes erwartet. Na, was scheiß Schönes. Was uns erwartet, sagen wir es mal so. Eine Fackel brauche ich ja glücklicherweise nicht. Ich habe nämlich beim Schnitt mal geguckt. Die dunklen Orte, die sind ziemlich gut zu sehen eigentlich. Genauso gut wie bei mir, muss ich tatsächlich sagen. Also, da hat Oblivion doch tatsächlich gut was... Also, die Entwickler von Oblivion haben gut was verbessert im Gegensatz zu Morrowind. Bei Morrowind konnte man leider nicht so viel sehen. Aber hier sieht man wirklich mehr. Irgendwo hier schleicht doch bestimmt noch ein Wolf rum. Oder eine Ratte, je nachdem. Oder ein Rattenwolf. Oder beides. Da. In den Arsch geschossen. Oh, zwei Dietriche. Ja, Grabschändung beginnt da auch noch. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Ja, ja, so ist das. Das Tor ist offen. Die Tür auch. Die Tür unten nicht. Kurz mal gucken. Ist die offen? Ich weiß das gar nicht. Begräbnishallen. Das klingt nicht so schön, sagen wir es mal so. Schön vorsichtig sein. Hier ist nichts Schönes dabei. Da hinten sehe ich ein Tier weiter. Ein weiteres Tier. Wieder in den Hintern geschossen. Gut, die Wölfe sind bislang kein Problem für uns. Schon mal etwas. Und der Weg ist frei. War klar. Wir brauchen einen Schlüssel, denn immer wenn unmöglich steht, heißt es Schlüssel. Möglicherweise sind wir gezwungen, doch die Grabkammern vorher zu betreten. Ich meine aber, wir hatten noch einen anderen Weg gesehen, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Nee, das ist die Tür, genau. Nee, dann habe ich mich geirrt. Okay, dann müssen wir tatsächlich die Grabkammer aufsuchen. Das kann ja lustig werden. Ja, mal sehen, was uns da erwartet. Eieieiei. Also es können drei Arten von Untoten sein. Skelette, Gespenster oder, was ich hier gerade eher sehe, Vampire. Ja, es gibt auch hier Vampire. Ich hatte ja schon gesagt, hier ein Vampir zu sein, ist kein Zuckerschlecken. Ah. Nein. Und doch. Und dieser Vampir... Mist. Gleich erstmal angesteckt mit der porphysischen Hämophilie. Natürlich. Die Vampirskrankheit. Unsere erste Krankheit. Und was ist es? Die porphysische Hämophilie. Natürlich. War ja klar. Ist aber gar nicht so schlimm, denn wir haben ja eine Stadt in der Nähe, die wir aufsuchen werden. Danach.
Beziehungsweise, geht ja nicht durch das Add-on. Stimmt. Scheiße. In Anvil ist nämlich die Kapelle nicht wirklich zugänglich. Das heißt, wir müssen eine andere Stadt aufsuchen, bevor die Krankheit wirklich ausbricht. Es braucht nämlich 3 Tage, bevor der Vampirismus endgültig ausbricht. Also jetzt ist es noch eine ganz normale Krankheit, die man heilen kann. Nach diesen besagten 3 Tagen ist sie nicht mehr auf normale Weise heilbar. Also sie ist schon noch heilbar, aber halt nicht mehr auf die Weise.